Der Trossensteg. Der Trossensteg dient auch dem Verbinden zweier Leinen, ein sehr starker Knoten und wird wie folgt hergestellt. Man nimmt die untere Leine, macht ein Auge über der oberen. Danach wird die obere Leine unter die untere Leine durchgeführt und durch sich selbst, durchs Auge gesteckt. So, dann entsteht dieser Knoten. Nochmal zur Ansicht. Fest zugezogen kippt der Knoten und es entsteht der typische Trossensteg. Sehr haltbar.